Wir schauen uns hier mal das an. Der Zug hier, der ist ein Japaner, der hier das ganze Zeug wegfischt. Da fährt nämlich auch die 160. Die 105. Der Treibstoff nimmt ja schon mal mit. Was? 105? Warum? Ja, gut, von 240. Nee, von 340. Ja, mitnehmen könnte. So, jetzt ist es gerade ein bisschen leiser geworden. Das schalten wir noch aus. Gut, wir haben. Ah, die ersten Maschinen sind da. Das heißt, dort müsste jetzt eigentlich auch die Maschinen bekommen. Warten mal. Bringen wir denen noch Güter für Lebensmittel. Ja, schon vorgesorgt hier vorne mit der Straße. Die kommen ja zwar auch hier hin, nur ja, gefällt mir das nicht so ganz, weil ja, die Fahrzeuge müssen halt hier durch die Stadt durch. Das finde ich nicht so ideal. Könnten es sogar hier abliefern. Da hätten wir wahrscheinlich die nähere Strecke dort rein. Würde am ehesten Sinn machen, wir würden das Getreide hier abliefern, aber die Brötchen dann hier aufnehmen. Eigentlich ein idealer wäre. Würde ich nämlich von hier vorne vorschlagen, wir bauen da eine Straße da hinten hin. Eine Außerortsstraße. Ich glaube, mehr Bahnlinien haben wir ja eh nicht. Relativ nah ran. Mach es auf die andere Seite. Erstmal hier bei des Bahnhofs. Und da eh nicht raus. Doof. Noch schauen, wie wir da wieder reinkommen. So. Gibt es hier dann eine kleine Biegung. Wieder rein. Ja, aber nicht mit eckig, sondern rund. Reingehen. Da haben wir sicher wieder ein Lichtsignal. Jawohl, das muss weg, weil wir lieben es hier eigentlich ohne Lichtsignale zu arbeiten. Dann gehen wir da vorne gerade da runter in die Straße rein. Gerade. Hier nämlich auch schon wieder ein Lichtsignal, das wir nicht benötigen. Weg damit. Teil. Machen hier noch die Buslinie drauf, weil einfach ja, manchmal eben. Problem, hier entsteht vorbei. Hier können jetzt beide Spuren abbiegen. Auch gut ist. Hier müssen wir eben schon, wie letzte Woche schon erwähnt, Hand anlegen, um hier die Felder ein bisschen zu, ja, wegzunehmen. Das ist jetzt hier einfach das Problem, dass wir hier irgendwie noch an die Fabrik ran müssen. Ja, die gehabt zwei Level. Das ist gut, das sollte eigentlich für eine Stadt ausreichend sein. Behaupte ich jetzt mal. Ah, hier unten sieht man eigentlich schon die Koordinaten, die hier drin sind. Funktioniert anscheinend auch. Vor allem,
Die Z-Achse finde ich relativ wichtig, weil das gibt nämlich die Höhe an. Finde ich noch extrem wichtig. Wir machen hier eine Ladezone. Bauen welche? Das Teil haben wir, glaube ich, noch nicht. Ja, sorry für die kurze Störung. Die Frau war wieder im Büro. Ja, wir machen das dreimal hier hin. War auf dem Land. Macht zwar wenig Sinn eigentlich. Das ist eigentlich eine 80er Straße. Breite kriegen wir eh nicht hin. So, jetzt machen wir das hier ran. Vorzugsweise, dass hier das Bild noch da bleibt. Bei die andere Seite, wo die LKWs daherkommen von den Fabriken hier drüben. Die Frage, ob wir da hier rein sollen. Wäre eigentlich nicht so meine Überzeugung. Weil halt einfach wird das Ganze irgendwann verstopfen werden. Gut, wir haben hier drei Terminals, das ist auch schon was. Konfigurieren. Nein, hier kannst du gar nichts konfigurieren. Die werden dann hier irgendwie dann mal rumstehen. Glaube ich auch hier bei der Ausfahrt wird es das auch so sein. Hey, zwei Spuren sollten die eigentlich hier links abbiegen können, ohne Probleme. Mir gefällt hier wieder das Lichtsignal nicht. Ja, dass wir hier irgendwie nicht wegbekommen. Doof. Einerseits müssen wir eh mal da hinten in den Kreisel. Mal uns vorziehen. Gehen da rein. Ja, der Kreisel, der wird irgendwann dann auch am Anschlag sein. Definitiv. Bauen wir gleich mal auf drei Spuren aus hier. Ich glaube, das werden wir noch gebrauchen. Habe ich so das Gefühl? So, jetzt können wir hier mit der Straße jetzt so ein bisschen lang. Die Fabrik müssten wir eigentlich schon hier rüberholen. Außerdem noch arbeiten hier hinten mit Schiffchen. Könnten wir eigentlich machen, dass wir hier ein bisschen noch mit Schiffen arbeiten. Könnten da natürlich auch mit Schiffen das anliefern. Hier müssen wir eh miteinander verbinden können. Wird sowieso der Fall sein. Wir hier eine Verbindung schaffen müssen.
Ja, mh. Wir rüber. Ja, komm, machen wir. Warum nicht? Und 20 Kammer, ja, die reicht ja auch vorig. Meine Pfeiler. Besser. Reißen. Geht's noch? Oh, die können wir nicht updaten. Oh. Hier haben wir auch noch das Problem. Da müssen wir mit der Reise herüber. Nee, das Esel. Und schauen, dass wir mit so einer hier lang kommen. Ja, noch ein bisschen basteln. Den nehme ich auch raus. Hier hinten. Depot hinten stellen. Machen wir hier aber erstmal das Depot. Würde ich vorschlagen. Nein, ein W-Teil, nee, wir nehmen das hier, Standardteil, hin, hier noch wenig modifizieren. Straße ist hier im Weg. Straße brauchen wir ja sowieso. Reinzukommen. Die können wir allerdings auch hier oben machen, seitlich. Auch mit uns keine Grenzen gesetzt. Wir müssen noch irgendwo raus. Am besten. Da hat meine Frau wieder eine SMS. Mal einfach schauen, wie wir das hier irgendwie da anschließen. Denn das wäre reingehend. Ob das funktioniert, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe so den leichten Verdacht, dass das wahrscheinlich nicht funktioniert. Wir können die Straße natürlich auch hier machen. So reinfahren. Da kriege ich jetzt gerade nicht weiter runter. Das Gelände modifizieren. Da noch eins hinbekommen. Vorne können wir eigentlich dasselbe wieder machen.
würden wir hier nämlich auch kein Problem mit der Straße haben. Ohne rankommen. Einmal mit Rosse bitte erreichen. So. Einen schönen Bogen. Dann haben wir hier nämlich die Haltestelle schon mal. Dann brauchen wir hier ebenfalls noch ein Depot. Hat wirklich die Frage, ob wir da nicht besser hier lang gehen. Und wir machen das mit Schiffen. Vielleicht doch besser. Könnte ich mir so vorstellen. Frage, wo wir Schiff-Depot dann hinmachen. Würde ich jetzt das Depot mal hier machen. Das nämlich ja anliefern können. Am besten dasselbe wieder. Eine Ladestelle erreicht uns eigentlich. Hier ein bisschen der Länge ein bisschen modifiziert haben. Und da ran. Weil auf die Seite werden wir das kaum ausbauen, wir werden das eher nach hinten ausbauen. Die Richtung. Schauen, dass wir da den Hafen noch hinbekommen. Müsste, glaube ich, schon hinpassen. Ohne dass wir da groß was rumbasteln müssen. Glaube ich eigentlich passen, wenn ich es ausgerechnet habe. Nie immer so sicher. Ach, da komm, jetzt ist das Teil zu tief. Tief geht's. Tatsächlich, es ist tief. Wie kriege ich da noch eine Straße dazwischen? Naja. Schräge Straße dazwischen. Dann haben wir hier nämlich die Verbindung. Zu beidem. Passt eigentlich. Hier oben den weiten Hafen. Könnte man eigentlich hier hinsetzen. Der müsste eigentlich hier easy rankommen. Das beurteilen kann. Und weit Teil weg. Auch hier ansetzen. Geht also auch. Jetzt habe ich den anderen, glaube ich, nur klein gebaut, den hier hinten. Natürlich falsch. Denn wir wollen ja hier große Schiffe auch anlegen lassen können. Wir brauchen ja hier eigentlich auch ein großes, eine große Laderampe.
ja so hinbauen. Gut, das sollte eigentlich reichen. Brauchen wir Linien. Die erste Linie wäre der Güterschiff mit 3D. Ja, okay, 3D. Wo haben wir es jetzt wieder? Das Dingens. So, gut. Oh, nee. Drei zu. Wäre eigentlich der hier. Von hier nach hier. Ja. Wie kriegen wir die Trucks hier hin? Geht eigentlich nur mit einem Depot. Wir benötigen. Machen wir hier noch ein Depot hin. Schauen, was wir hier nehmen können. Ein Gebäude. Und wir nehmen das hier, einfach das normale Gebäude. Braucht sie ja nicht. Für die Linie. Ja, ich brauche aber erst eine Linie hier. Hier noch. Ja, die fahren schon richtig mal rein. Das ist mal sehr gut. Dort. Wir nehmen hier um. Eigentlich. Nee, Bangkok. Nur würde ja eigentlich stimmen, weil Bangkok haben wir ja auf der Karte. Und in Ordnung. Gütertruck. 3D. Lieferung. Wir können hier eigentlich schon mal Druck auf die Strecke. Die können, glaube ich, eh alles. Wir brauchen aber hier eh nicht Druck, die ja von der Emission her emissionsarm sind. Wir können auch jeweils Teile mal rumfahren. So was großes gut, da hat es gar nichts mit Lebensmittel, stelle ich gerade fest. Nur Tank-LKWs. Komm, wir schmeißen hier mal 6 von denen drauf. Das Schiff. Schiffe könnten wir uns auch mal noch holen. Schiffswerf Vaduz wäre das. Das ist, glaube ich, die am naheliegendste. Große Schiffe und wir wollen 300 Kapazität. Nur mal einfach 2 Schiffe. Müssten eigentlich erreichen hier und ich will es nicht verkaufen. Und hier hinten, da benötigen wir jetzt eben noch unsere LKW-Linie dort drüber. Eigentlich, genau genommen, müssten wir von hier gar nicht erst hier hinten hin, sondern direkt in die Stadt rein. Da ist die Frage, wohin das überhaupt muss. Haben wir uns, glaube ich, gar noch nicht angeschaut. Nämlich hauptsächlich hier unten. Ja, hier oben noch ein bisschen. Um eigentlich
gegen die anlaufen. Wäre einfach doof. Aber da noch Linien haben. Na gut, auf der Gegenseite könnte man da nicht machen. Wäre halt einfach doof, weil wir hier wieder kreuzen. Eigentlich hier reinfahren und dann hier gut drehen, dass hier wieder rausgeht. Das wäre die Alternative, die wir haben. Aber besser fällt uns, glaube ich, nicht groß was ein. Wir müssen es eigentlich so machen. Bleibt ja nichts anderes. Okay, Reiter und das Teil. Schauen wir nämlich, dass wir hier reicht's nicht. Ich muss fast hier hin. Das Ganze hier dran. Die haben wir nicht. So, hier drüben runter. Könnten wir es auch hier oben abliefern. Würde ja dann auch keinen Unterschied machen. Kriegen wir nämlich da unten noch. Ganze weg. Sieht schon, hier oben wird eigentlich nichts bedient. Noch hinbekommen. Jetzt mal sagen. Ja, nicht ganz, aber so halbwegs geht's. Sagen wir gehen in unsere Lebensmittelfabrik. Mal hier hinten hin. Dann gehen wir hier drüben hin. Oh, du könntest eigentlich sogar hier oben lang. Gerade rüber könntest. Wäre mir fast am sympathischsten. Ehrlich gestehen. Hier lang gehst. Das passt doch schon eher. Haben wir hier nur eine Kreuzung, das ist die einzige Stelle, die wir dann kreuzen. Mehr Kreuzungen haben wir in dem Sinn dann auch nicht. Ich glaube, das macht sogar noch Sinn. Das so machen. Dann haben wir hier nämlich auch schon, können wir die LKWs hier schon hinschicken. LKW-Depot haben wir. Da drüben irgendwo müsste das sein, hier unten. Einmal bitte LKWs. Da ist die Frage, welche. Wir haben nämlich eigentlich schon relativ alle mal irgendwie gebraucht. Relativ laut. Geringeres.
eigentlich noch lauter als die. Nee, wir nehmen die. Wenn wir eine lange Strecke haben, würde ich sagen, wir nehmen hier gleich mal 10 von denen. Wird hier schon ein bisschen ordentlich jetzt einschenken. Schiffe sind die abgeblieben. Rein. Los. Ah, Linie wieder nicht umbenannt. Toll. Jetzt ist der auch schon weg. Aber geht's zu langsam. Die Linie noch nicht benannt. Gütertruck, Leben, Mittel, Weiß, Wasser. Mich würde interessieren, wo die Schiffe sind hier. Irgendwo hier hinten. Ach, schau an, die fahren da oben rum. Naja. Was jetzt schneller ist, hier oben rum als hier unten durch. Keine Ahnung, werden wir sehen. Und soweit ist. Derzeit wird hier mal ordentlich Getreide wahrscheinlich geliefert. Ah, noch nicht ganz. Die LKWs sind auch noch da, von dem her. Oh, stimmt. Hier sind 47 Personen. Was machen die Züge? Ja, die sind noch nicht ganz voll. Außer der hier. Von München Richtung Vaduz fährt er voll. Die andere Seite hat noch ein bisschen Luft. Dann werden wir wahrscheinlich nächstens nicht mehr um den Ausbau herumkommen. LKWs, die müssen hier eh auch noch durch die Stadt durchbrettern.